So, hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon. Jetzt habe ich noch dringendes Anliegen. Es gab gerade ein Video, auf das ich gestoßen worden bin. 10.000 Euro Strafe für Wald-Naturschutz-Vergehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, die Reaktionen unterm Video sind, boah, krass, 10.000 Euro, ja, spinnen die Behörden. Ich kann mich da ehrlich gesagt fürs erste Mal nicht anschließen. 10.000 Euro ist krass, aber ich will einfach mal ein bisschen erklären, wie das Rechtssystem in diesem Fall funktioniert. Ja, also es ist jetzt nicht gänzlich, ein Stück weit ja, aber nicht gänzlich Willkür, sondern da gibt es schon Hintergründe, die man kennen sollte, bevor man sich dazu eine Meinung bildet. Ja? Das ist ganz wichtig und ich mache das ganz, ganz sachlich. Ein Punkt vorneweg, es ist nicht unbedingt besonders hilfreich und möglicherweise vielleicht auch ein kleines bisschen blauäugig, dumm will ich jetzt nicht sagen, sich bei einer Ordnungswidrigkeit, die man genau lokalisieren kann, wo sie stattgefunden hat, zu filmen und das ins Internet zu stellen. Das mal vorneweg. So, und ansonsten der Knackpunkt, der auch in den Kommentaren da offensichtlich nicht ganz klar ist, ist der, dass das ein Naturschutzgebiet ist. So, jetzt müssen wir erstmal erklären, was ist ein Naturschutzgebiet. Also, Deutschlands Naturfläche, die noch übrig ist, die ist quasi unterteilt in stinknormale Naturfläche, ne? Und Fläche, die irgendeinen Schutzstatus hat. Das geht los bei Trinkwasserschutzgebiet. Das hat für denjenigen, der da im Wald rumläuft, quasi überhaupt keine Auswirkungen. Das wäre dann relevant für die Forstwirtschaft, dass sie dann Bioöl in der Kettensäge arbeitet. Ja, das ist tatsächlich so, weil Mineralöl kann in einem Trinkwasserschutzgebiet tatsächlich literweise, viele literweise Trinkwasser kaputt machen. Und das wollen wir nicht unbedingt, allein schon aus eigenem Interesse, weil wir trinken das ja später. Landschaftsschutzgebiet, da ist die Landschaft besonders schön, die Eigenartigkeit und Schönheit der Landschaft ist geschützt. Das hat für denjenigen, der die Natur besucht, auch kaum Auswirkungen, weil du kannst die Eigenartigkeit und die Schönheit der Landschaft kaum beeinflussen, es sei denn, du baust da ein Hotel hin, ziehst einen großen Graben, stellst einen Aussichtsturm auf, reißt irgendwelche Bäume aus und wandelst den Wald in einen Parkplatz um, etc. Also auf gut Deutsch Einzelperson, egal. So, und dann geht's los mit den Schutzgebieten, die Relevanz für den Wanderer haben. Die machen etwa 3% der Waldfläche aus. Yay! Wow! Ja, das heißt, wir haben also noch 97% der Waldfläche zur Verfügung, indem wir uns frei, so frei wie das eben das Gesetz zulässt, bewegen können und da innerhalb gewisser ziemlich enger Spielregeln doch ein recht ausführliches Bushcraft-Dasein führen können. Dass da so aussieht, dass man außer Feuer machen im Grunde all die gezeigten Bushcraft-Praktiken so darf. Was man auch nicht darf, ist zelten. Man darf aber unter einem Tarp pennen. Das wissen die meisten. Die meisten pennen auch unter dem Tarp. Man darf auch in der Hängematte pennen, beziehungsweise es ist nicht verboten, es ist alles so ein bisschen eine Grauzone, aber dafür kann man erstmal nicht belangt werden. Es gibt auch gar kein Bußgeld, was das kostet. So, jetzt 97% der Waldfläche, ja, Bundeslandwaldfläche, deutschlandweit, ist das alles okay. Aber so aus meiner Wahrnehmung, ja, und der ganzen Gesetzgebung liegt ja eine gewisse ethisch-moralische Komponente zugrunde. Ja, dass man überlegt, was ist rechtens, was ist richtig auch und was ist nicht unbedingt so gut und was hat Konsequenzen, insbesondere wenn man sich vorstellt, das würden viele tun. Ja, das ist nämlich wichtig. Tatsächlich für nicht ganz so unerheblich, wie man das immer so denkt. Insbesondere ist es dann nicht unerheblich, wenn jemand mit 50.000 Followern etwas tut, was verboten ist und andere das dann nachmachen könnten. Dann ist der Faktor, was, wenn das alle machen, plötzlich erheblich relevanter, als wenn das irgendwie Oma Erna für sich allein, privat, irgendwo im Walde macht und keine Sau hat das mitbekommen. Und auch für den Ordnungswidrigkeitsgrad Tatbestand, ich sage Straftatbestand kann man es ja nicht nennen, ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit, ist es halt durchaus relevant, in welchem Umfang diese Tat eben bekannt geworden ist und inwieweit die zum Nachmachen animiert. Und man kann zumindest im Subtext bei jemandem, der Outdoor-Touren macht,
die zum Nachmachen animieren sollen. Aus der ganzen Herstellung und Aufmachung der Videos, die da so üblicherweise gedreht werden, kann man darauf schließen, dass sie zum Nachmachen irgendwo ein Stück weit zumindest animieren sollen. Und dann hat man quasi animiert, das spielt auch eine Rolle, auch so eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Und wenn dann auch noch klar ist, welcher Ort, an welchem Ort genau dies stattgefunden hat, dann animiert man zusätzlich durch einen gewissen, ja tatsächlich Vorbildfunktion, ne? Und durch Vormachen, dass gewisse Leute, die einen toll finden, einem das auch nachmachen. Ja, das ist das Los eines jeden noch so kleinen Influencers. Ja gut, sagen wir mal, fast noch so klein. Ich denke, wenn man jetzt 1000 Follower hat, wird das noch nicht so dramatisch sein. Ab 50.000 geht das mit Sicherheit los. Ich mache mir da auch meine Gedanken. Und ja, das spielt auch nochmal so eine größere Rolle. So, jetzt nochmal zurück zum Naturschutzgebiet. Beim Naturschutzgebiet ist die Idee, warum es die gibt, dass wir hier kleinräumig, jetzt kommt der Eismann übrigens, wer sich fragt, was das Gebimmel ist. Beim Naturschutzgebiet ist die Idee, dass da kleinräumig ein besonders wertvolles, weil besonders schützenswertes, seltenes, einzigartiges, in irgendeiner Form herausragendes kleines Stück Natur besonderen Schutz genießen soll, um es a für die Natur selbst, also völlig immateriell, immateriell im krassesten Sinne, weil Naturschutzgebiete kosten Geld, die bringen keins, zu erhalten um seiner selbst willen. Weil wir tatsächlich uns auferlegt haben, gerechtlich, gesetzlich, zumindest einen winzig kleinen, popeligen Teil unseres Landes tatsächlich sich selbst und der Natur zu überlassen. Ja, und das geht auf diesem winzelig, popelig kleinen Teil unseres Landes. Winzig, winzig klein. Da geht das dann tatsächlich so weit, dass man in diesem winzig kleinen Bereich sagt, dass da kein Mensch das drin zu suchen hat. Dass dieser kleine Bereich tatsächlich einfach nur den Tieren, den Pflanzen und allem, was kein Mensch ist, gehört. Ja? Und das bedeutet tatsächlich sogar, auch wenn das völlig übertrieben ist, ja, keine Frage, das bedeutet aber auch, dass eine Spinne, die auf einem Felsen in einem Naturschutzgebiet, ich habe keine Ahnung, welche Szene das genau war, ne, das wurde mir nur erzählt mit der Spinne, beziehungsweise das sagt er im Video, dass diese Spinne dann technisch gesehen das Recht hat, sofern sie sich das Glück hat, in einem Naturschutzgebiet zu befinden, ein Recht besitzt, das alle anderen Spinnen so in dieser Form nicht haben, die es in Deutschland so gibt, nämlich es ist in einem Raum, in dem sie tatsächlich wirklich ein Störungsfreiheitsrecht genießt. Ja? Also diese Spinne hat tatsächlich Rechte, und zwar, dass man sie nicht aufsucht und sie nicht stört. Sitzt sie weit genug im Naturschutzgebiet, darf man da nicht hingehen und mit dieser Spinne in irgendeiner Form interagieren. Ja, das ist dann tatsächlich ein Nachstellen. Man kann es zumindest ja auslegen, wenn es auch ein völlig, völlig, völlig minimaler Fall ist, den man auch wirklich hätte weglassen können. Aber rein rechtlich gesehen ist das ein Nachstellen eines Wildtieres, auch wenn es ein kleines, unbedeutendes zuerst mal zu sein scheint, in einem geschützten Lebensraum. Ja, und das ist tatsächlich im Naturschutzgebiet eine Ordnungswidrigkeit und das kostet ein bisschen Geld. Ja. Die Spinne selber ist auch nicht das, was teuer ist. Das sind andere Sachen. So. Ja, also, Naturschutzgebiete sind auch ausgeschildert. Das bedeutet, wenn du in ein Naturschutzgebiet auf einem regulären Weg reinkommst, es besteht ein sehr geringes Risiko, dass du tatsächlich quer durch den Wald irgendwie reinrennst, ohne an einem Schild vorbeizukommen. Ja, das ist dann dein persönliches Pech. Ja, also du hast, das ist halt eben dieser Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Du hast schon irgendwo tatsächlich eine gewisse Pflicht, dich darüber zu informieren, ob du gerade in ein Naturschutzgebiet reindackelst oder nicht. Das ist eine der Pflichten, die der Waldbesucher, der ansonsten auf 97% der Waldfläche völliges Betretungsrecht genießt, ja, Betretungsfreiheit des Waldes zum Zwecke der Erholung, auf 97% der Fläche, ja. An dieser Stelle eine ganz kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Das gilt nicht, wenn das Naturschutzgebiet einfach nicht richtig gekennzeichnet ist. Wenn man aber auf einem öffentlichen Weg reinläuft, dann hat an diesem öffentlichen Weg ein Schild zu stehen, das einen darüber in Kenntnis setzt, dass man gerade im Naturschutzgebiet gelaufen ist. Ja, ist das nicht der Fall? Das Schild gibt es einfach nicht. Dann kann man hinterher auch durchaus Widerspruch einlegen, wenn man da irgendwie verknackt wurde. Also sollte das hier tatsächlich der Fall sein, dass es kein Schild gegeben
hat und der wirklich nicht wusste, dass er in einem Naturschutzgebiet ist, ja, in dem Fall könnte man diverse Augen zudrücken. Aber das weiß ich nicht im Einzelfall. Ich gehe aber schon davon aus, dass das gekennzeichnet gewesen sein wird. Meistens, in allermeisten Fällen ist das so. Wir Deutschen sind gut im Schilder aufstellen. Und das schließt mit ein, mit diesem Recht sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen, dass man sich dann verdammt nochmal nicht in die letzten 3% auch noch reinbegibt. Insbesondere, und das ist sowas, was daran immer so wirklich, wirklich eklig ist, wenn das Leute tun, die sich als Naturfreunde ausgeben. Ja, und die Abenteuer in der Natur und mit der Natur und so weiter und so fort erleben und immer den Anschein erwecken, sie wären ja ein ach so toller Naturfreund, aber dann nicht in der Lage sind, der Natur diese 3% Fläche zu lassen, in der sie nichts zu suchen haben. Das hat immer so ein gewisses Geschmäckle. Ja, und Naturschutzgebiete dürfen im Übrigen ja sehr wohl auch betreten werden. Ja, aus Naturschutzsicht wäre es sogar gar nicht mal falsch zu sagen, Naturschutzgebiet gehört 100% der Natur, da darf überhaupt niemand rein, Punkt, fertig, aus, Ende. Ja? Das, viele Naturschützer fänden das auch ganz gut. Bei manchen Fällen ich eingeschlossen, bei manchen Fällen ist es sicher nicht unbedingt nötig. Wenn man doch rein darf, dann darf man auf den Wegen rein, auf den Wegen sollte man bleiben. Es gibt Plätze, an denen sich auch ein paar mehr Leute mal kurzfristig aufhalten können, die breiter sind als ein Weg, da sollte man dann bleiben. So, und dann sollte man das Ganze bei Sonnenuntergang spätestens wieder verlassen haben. Und es steht auch normalerweise auf fast jedem Naturschutzgebiet, drunter ein Schild, das einen darauf hinweist, was man hier alles nicht darf, nämlich Pflanzen, Tiere nachstellen oder beschädigen, lagern in irgendeiner Form, in der Hütte schlafen ist lagern und die Wege verlassen. Ja, das sind so die drei großen. Ja, da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel nicht Drohne fliegen und so weiter und so fort. Und das dient alles tatsächlich einem logischen und sinnvollen Grund, nämlich, dass die Tiere, die eben nun mal das Glück haben, sich im Naturschutzgebiet befinden zu können, da wirklich so ungestört wie möglich das tun können, was sie sonst auch tun würden, wenn es uns gar nicht gäbe. Und das ist einfach meiner Meinung nach ethisch-moralisch eine richtig tolle Sache, dass sie zumindest auf einem winzigen Teil der Landesfläche diese Möglichkeit noch haben, dass wir dann da auch wirklich, wirklich rausbleiben und nicht einen auf, ich habe aber das Recht, da jetzt hinzugehen, machen Folgendes. Wenn das irgendwer, irgendwo, völlig still und leise, ohne jeden Müll zu hinterlassen, das ist auch hier ja der Fall, Müll hinterlassen hat er ja keinen und so weiter und so fort, einfach mal macht, ja, und keiner bekommt's mit. Aber trotzdem, man ist da, man zieht quasi einen Radius aus Gestank um sich rum, egal wie sehr man stinkt, wenn man da ankommt. Die Tiere riechen dich auch, wenn du Deo benutzt hast, dann sogar noch besser, als wenn du nach Schweiß stinkst oder noch sonst was. Ja. Und deine Anwesenheit, vielleicht schnarchst du nachts, sorgt im Radius des Ortes, wo du dich aufhältst und wenn das nur eine Schutzhütte ist, dafür, dass die Tiere da auf der Hut sein müssen und da mit etwas konfrontiert werden, wofür sie das Recht hätten, dass sie damit zumindest nachts nicht konfrontiert werden. Nachts gehört denen das Naturschutzgebiet tatsächlich allein und es ist ja ohnehin schon nochmal eine Einschränkung der Idee, dass man ihnen ein kleines Stück Fläche komplett zur Verfügung stellt, dass das nur nachts der Fall ist. Ja. Darum ist meiner Meinung nach die Nachtruhe und das Nicht-Aufhalten im Naturschutzgebiet des Nachts eine umso wichtigere Sache, dass dann wenigstens Nachtsruhe ist. Tagsüber, dass man doch rein darf, das ist ein Kompromiss. Das ist deswegen ein Kompromiss, dass man den Leuten die Naturschönheiten, die es da gibt, die einzigartigen und besonders schönen, auch nicht völlig vorenthalten möchte. Die Idee ist, dass die das dann sehen, damit einen gewissen Bezug zur Natur aufbauen und dann aus diesem Bezug heraus möglicherweise die Idee entsteht, dass sie auch aktiv werden, um was für den Erhalt der Natur zu tun. Das muss nicht zwingend so sein, das kann so sein. Und es kann aber leider eben auch so sein, dass aus dem Aufenthalt in der Natur lediglich die Idee entsteht, dass man das Recht hat, sich unbegrenzt in der Natur aufzuhalten. Auf 97% der Fläche stimmt das auch mehr oder weniger. Und das hat jetzt erstmal mit dem Erhalt der Natur und mit dem Schutz der Natur so nichts zu tun. Und es kann also auch passieren, dass jemand aus dem Aufenthalt der Natur lediglich mitnimmt, da ist schön. Und nicht weiter damit hantiert, da irgendwie für diesen Erhalt zu sorgen. Unter anderem durch richtiges Verhalten. Und was mir persönlich dann immer besonders sauer aufstößt, ist das halt dann besonders, wenn jemand, der die Möglichkeit hätte, durch richtiges Verhalten
sogar andere zu richtigen Verhalten zu inspirieren, diese Möglichkeit fürs Gegenteil nutzt und andere zum falschen Verhalten inspiriert. Und das ist tatsächlich für das Abmessen eines Maßes, mit der man eine stattgefundene Ordnungswidrigkeit finanziell bewertet sozusagen, also das Bußgeld, die Bußgeldhöhe bewertet, ist das nicht unerheblich, gar nicht. Ja? So, soll heißen, warum ist das so teuer? Beispiel, Feuer machen in Schutzhütte in Naturschutzgebiet. Ich weiß nicht genau, welches Bundesland das ist. Rhein-Sieg-Kreis, klingt mir nach Nordrhein-Westfalen, könnte auch Rheinland-Pfalz sein. Nordrhein-Westfalen kostet Feuer machen im Naturschutzgebiet, egal was für ein Feuer. Ja? Das kostet erstmal 40, glaube ich, oder 50 bis 2500 Euro. So, und jetzt haben wir also jemanden, der macht da ein Feuer. Und jetzt haben diejenigen, die Behörden, die das da jetzt ahnden sollen, um dafür zu sorgen, dass da das nächste Mal keiner ein Feuer macht. Da soll auch eine Abschreckungsfunktion bei der Ahndung dabei sein. Insbesondere, wenn es ein öffentliches Feuer machen war, dann folgt im Idealfall auch eine öffentliche Abschreckungsfunktion. Ja, das ist damit so ein bisschen tatsächlich, könnte das da mitschwingen bei der Entscheidung. Gerade da bei Bußgeldern, das ist ein Knackpunkt, eben ein gewisser Ermessensspielraum vorliegt. In beide Richtungen. In Richtung, ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Aber auch in Richtung, na doch, ist es. Und 2500 hätte es kosten können. Was es gekostet hat, war glaube ich 1200 oder 1400, 1600, irgendwo in dem Bereich. Kriegt die genaue Zahl nicht mehr zusammen, also so ungefähr in der Mitte. Das ist also nicht das Höchstmaß. Das Höchstmaß wäre vermutlich nur dann anzugeben, wenn wir A, eine tatsächlich gefährliche Feuersituation, potenziell gefährlich ist jedes Feuer. Ja, das muss man sich auch ganz klar machen. Aber eine etwas mehr als nur potenziell irgendwie theoretisch gefährliche Feuersituation herbeiführt, plus keine Reue zeigt. Reue zeigen ist nämlich noch ein ganz, ganz essentieller Punkt, zu dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja? Aber grundsätzlich ist es mal so, wie ranken wir denn jetzt Feuergefahren hinsichtlich dessen, wie gefährlich die sind, wie teuer sie dementsprechend zu bewerten sind. So, auf Level 1 ist im Grunde die Zigarette anzünden und die Asche ordnungsgemäß ins Aschenbecherchen mobiles und so weiter und so fort, Kippe nicht in den Wald geschmissen und so weiter und so fort. Streng genommen wäre das Anzünden der Zigarette an sich schon ein kurzzeitiges Hantieren mit offenem Feuer, wüsste aber nicht, dass das mal geahndet worden ist, weil es gibt fürs Rauchen im Wald in bestimmten Jahreszeiten, sprich im Sommer, sowieso ein extra Bußgeld, was das dann abdeckt. Ja? Deswegen spielt das nicht wirklich eine Rolle. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir zünden eine Kerze an. Eine Kerze ist ein offenes Feuer. Ja, das ist so. Und stellen diese Kerze ganz sicher irgendwo sicher ab, bleiben davor hocken, beobachten sie, stellen sicher, dass die nicht umfällt, stellen sicher, dass sie nichts ankokelt, pusten sie wieder aus und gehen davon. So, nehmen wir mal an, das hat jetzt jemand dummerweise gefilmt, packt es ins Internet, man kann zuordnen, wo das genau passiert ist und wer das war, dann kostet das den Mindestsatz, wenn überhaupt irgendjemand der Meinung ist, das ahnden zu wollen. Ja, das ist eher unwahrscheinlich. So, also das ist so Level 1. Level 2 beginnt dann da irgendwo, wo man sich was zu essen heiß macht, und zwar auf einem sehr, sehr sicheren Kocher. So, jetzt hole ich euch mal schnell ein Beispiel für einen sehr, sehr sicheren Kocher. Das Ding nennt sich X-Boil. Das ist im Prinzip eine Dose, wo du Spiritus reinfüllst. Dadurch, dass die hier so einen Schaumstoffeinsatz oder was immer das für ein Material genau ist, hat, kann da nichts auslaufen. Heißt, die zündet man an, dann ist die sehr flach. Die kann nicht, fast nicht umgeworfen werden, wenn da nichts sich drüber befindet, was anfängt zu brennen. Ja? Oder da sich nichts befinden kann, was anfangen kann zu brennen, ist das eine super sichere Angelegenheit. Wenn du dagegen stoßt, rutscht sie ein bisschen. Es kann nichts auslaufen, weil das ist alles hier durch dieses Ding verhindert. Wenn du sie umkippst, geht sie aus. Ja, da läuft nichts raus, die geht einfach aus. Schlimmstenfalls brennt sie noch ein bisschen weiter und dann musst du irgendwas drüber werfen, damit sie ausgeht. Ja, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr sicheres Brennsystem. Ja, das wäre so Level 2. Du verwendest irgendwas, was eine Flamme macht, die du auch zum Kochen von mir aus benutzt, aber es ist unglaublich sicher. Ja, so sicher wie halt geht.
Anderes Beispiel, der Trangia. Ja, das ist so ein breites Kochsystem, das kann man auch fast nicht umwerfen. Das ist nahezu ein geschlossenes System, da kommen keine Flammen raus, da kommt gar nichts raus, das wird halt heiß. Ist auch ziemlich sicher, ziemlich sicher. Also man muss schon große Mühe geben und fast absichtlich machen, um damit was anzuzünden. Ja, der Anzündeprozess an sich ist ein kleines bisschen gefährlich, aber der Kochvorgang ist dann harmlos. Sowas. Ja. Oder auch ein stinknormaler Gaskocher, den würde ich jetzt so bei Level 2 einordnen, weil wenn da irgendwas schief geht, wenn der umfällt, man kann ihn ausschalten. Ja, machen Sie die Flamme sofort aus, dann drehst du sie ab, dann ist sie aus. Zündet die kurz was an, drehst du erst die Flamme aus und löscht dann das, was sie kurz angezündet hat. Bist du dabei, passt du drauf auf, kann quasi nichts passieren. So, und dann kommt Level 3, ein Spirituskocher, der umkippen kann zum Beispiel, ein sonstiger mit Flüssigkeit gefüllter brennender Topf, der umkippen kann, die Flüssigkeit, die brennende, kann sich überall verteilen. Das ist schon mal durchaus keine Kleinigkeit, aber auch da darf man davon ausgehen, solange derjenige, der das Ding betreibt und man das auch beweisen und nachweisen kann, nebendran hockt und drauf aufpasst, ist auch da das Risiko relativ gering. Ja? Und das ist alles genauso verboten. Alles, was ich dir aufzähle, ist alles verboten. Nur die Höhe des Strafmaßes hängt halt eben davon ab, wie viel Mist man da eigentlich gebaut hat. Ja? Und da ist bei den Level 1 bis 3, also 1 meistens geschenkt, aber 2 und 3, das ist der Mindestsatz. Ja, da der Mindestsatz in diesem Fall 50 Euro beträgt, würde man da wahrscheinlich nur eine Verwarnung bekommen, die üblicherweise 45 kostet. Die würde auch dann 45 kosten, wenn der Mindestsatz schon 100 Euro wäre. Ja. Insbesondere gibt man die Verwarnung dann, wenn man sagt, ja okay, shit, habe ich falsch gemacht, tut mir leid, ist mir schon klar, dass man das nicht darf. Zack, 45 Euro, erledigt, fertig. Und selbst wenn da schon den Leuten, die einen dafür warnen, klar ist, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen ist, dass jemand sowas macht, sollte der sich einfach darüber im Klaren sein, durch diese Verwarnung, das ist eigentlich nicht okay. Ja, also wenn, dann lass dich gefälligst nicht erwischen. So in etwa würde ich das interpretieren wollen. Das mag beim jeweiligen Verurteilenden bzw. ne, bestrafenden Beamten, verurteilen ist ja wieder nicht, das macht ja nur der Richter. Ja, also nehmt's mir nicht übel, wenn ich juristisch hier ein ganz paar Begriffe aus dem Durcheinander schmeiße, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Da spielt es jedenfalls eine Rolle. So, und dann kommen die potenziell wirklich gefährlichen Brandmaterialien und eine Buschbox heißt ein Feuer, nur dass es halt eben in einer Dose stattfindet. Es ist völlig egal, was das für eine Dose ist, ob das das Brennerl ist oder die Buschbox oder ein Holzvergaser oder was auch immer. Ein Holzfeuer in einer Dose ist die Vorstufe vom regulären Lagerfeuer. Ja, nur ist es halt hier in einer Dose. Der Vorteil, in einer Dose zu sein, liegt darin, dass es keine Wurzel anzünden kann und kein Bodenfeuer auslösen kann. Ja, dass es also dann nicht unterirdisch weiterbrennen kann. Potenziell fliegen vielleicht auch weniger brennende Teile in die Umgebung, aber was es essentiell macht, weshalb das eine ganz andere Nummer ist von der potenziellen Gefährdung als das hier zum Beispiel, liegt einfach daran, dass da Funken fliegen und die Funken können hinter dir fliegen und du guckst nicht hin und kriegst aus irgendwelchen Gründen nicht mit, dass hinter dir anfängt zu brennen und dann hast du tatsächlich einen Brand ausgelöst und hast es nicht mitgekriegt, obwohl du auf deine Buschbox die ganze Zeit draufgeglotzt hast zum Beispiel. Ja, und so gesehen alles richtig gemacht hast. Drum ist, auch wenn bei richtigem Umgang völlig ungefährlich, ja, keine Frage, eine Buschbox eine andere Nummer. So, und im Übrigen, aber ich gehe doch mit meinem feuermachenden Zeug immer sicher um, würde ich auch jederzeit behaupten. Bin mir auch meistens sicher, dass ich das tatsächlich tue, aber andererseits, wenn ich mal ganz ehrlich bin, nee, nicht immer. Nee, nicht 100% der Fälle. Nicht, wenn ein Funken hinter mich fliegt und ich ihn nicht sehe. Nicht, wenn sich das Feuer ganz langsam entwickelt und ich es tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht entbekomme. Weil ich vielleicht, während ich vor der Buschbox noch aufs Handy gucke, meinetwegen noch einen Film gucke, während ich darauf warte, dass das Ding runtergebrannt ist und jetzt endgültig ausgeht. Und dann macht es nochmal plopp und es kommen noch ein paar Funken raus. Das haben wir alle schon erlebt, wenn wir mit offenem Feuer uns ein bisschen auskennen. Und die zünden dann doch was an. Da bist du nicht vorgefeit. Das kann dir dann doch noch passieren. Und insbesondere, wenn du dann bei hoher Waldbrandgefahr unterwegs bist, das wird dir auch nicht der Fall gewesen sein in unserem 10.000 Euro Beispiel, aber ja, das kann immer mal passieren. Und die Tatsache, dass man es nicht böse gemeint hat, ja, und dass man der Natur nur Gutes wollte,
Das ist zum Beispiel auch der Fall gewesen bei dem Typ, der halb Teneriffa abgefackelt hat, als er versucht hat, sein Klopapier zu verbrennen. Das ist ein ganz dramatischer Fall, weil der meinte es gut. Der wollte sein Klopapier nicht mitten in den Wald schmeißen. Er wollte es anzünden und verbrennen, damit keiner mehr sieht und keiner seine Spuren lesen kann, die er jetzt offensichtlich im Wald hinterlassen hat. Und ne, er wusste, dass das der organische Teil der Hinterlassenschaft, also der offensichtlich organische Teil, Klopapier ist irgendwo auch organisch, dass das schnell verrottet. Und er wusste, dass eine Möglichkeit ist, sein Klopapier spurenfrei zu beseitigen, im Verbrennen besteht. So, was er nicht wusste ist, der kanarische Kiefernwald brennt hervorragend. Ja, und er hat Feuerverbotsschilder ignoriert und meinte es gut, aber trotzdem hat er den halben Wald, den sie da so um den Teide drumherum haben, Teide, wie auch immer der Berg genau heißt, der große Vulkan in der Mitte, da hat er wirklich massive Schäden angerichtet, die sieht man noch heute, das ist aber schon ein paar Jährchen her. So, ne? Also das nun mal so als Beispiel zwischen, ich meinte es nicht böse und ich meinte es sogar gut und deswegen darf man es eben trotzdem nicht. Ja, und das ist auch gut und richtig so, ja, weil der Schaden, wenn der halbe Wald weggefackelt ist, ist halt außerordentlich hoch. So, und wenn dann noch der halbe Wald bzw. der gesamte Wald ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet, wo für alle Zeiten eine besondere Naturschönheit und deren natürliche Entwicklung, die bleibt nicht unbedingt immer gleich, ja, aber das, was, wie sie sich entwickelt, soll sich so entwickeln, wie sich es nun mal entwickelt von alleine. Diesen Schutzstatus kaputt zu machen, weil man halt unbedingt, warum auch immer, weil man ein Naturfreund ist und die Natur genießen wollte, unbedingt ins Naturschutzgebiet rein dackeln musste, nachts da pennen und dann noch von den Wegen runter und dann noch Feuerle machen in der Schutzhütte. Außerdem, woraus besteht eine Schutzhütte? Holz. Holz ist brennbar. Also auch da ist Feuermachen in der Schutzhütte gar nicht mal so gern gesehen. Ja, insbesondere Feuer der letzten, vorletzten Kategorie. Lagerfeuer auf dem Boden der Hütte wäre noch schlimmer gewesen. Das wäre auch garantiert noch teurer. Aber Buschbox kommt gleich danach. Ja, also die Buschbox so als Idee zum rechtssicheren Feuermachen, was da ja teilweise mal aufkommt, offensichtlich existiert das so wohl doch nicht. Beziehungsweise ja, es ist weniger teuer als ein Lagerfeuer. Unter Umständen, je nachdem, wen man da halt eben so erwischt. Ja, das Lagerfeuer selber, wenn es an einer sicheren Stelle ist, wenn es unter kontrollierten Bedingungen außerhalb des Naturschutzgebietes stattfindet, dann kostet das mitunter auch wirklich nur die Verwarnung. Insbesondere, wenn keine hohe Waldbrandgefahrenstufe herrscht. Wenn eine herrscht und man macht trotzdem ein Lagerfeuer, dann hat man die 10.000 Euro, oder die das dann auch durchaus kosten kann, auch verdient, meiner Meinung nach. Ja, das ist völlig unverantwortlich. Völlig unverantwortlich. Und sofern man diese 10.000 Euro dann bezahlen kann, irgendwie abstottern und so weiter und so fort, dann soll das meiner Meinung nach auch durchaus wehtun. Ja, du musst kein Feuer machen. Das ist ja ganz wichtig. Ja, niemand zwingt dich in unserer Welt, die wir hier haben, in den Wald zu rennen und dann Feuer anzuzünden. Das muss man nicht. Das kann man noch so sehr behaupten, dass man irgendwie die intrinsische Motivation verspürt, jetzt zurück zur Natur zu kehren. Aber wenn wir das alle machen würden, dann hätte jeder von uns einen Streifen, der ist etwa 20 Meter breit und 150 Meter lang oder sowas. Und mehr Wald steht nicht zur Verfügung, weil wenn wir alle drin hocken, wird es plötzlich eng. Das ist also schon nicht ganz trivial. Und da muss man sich noch klar machen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist was erlaubt oder es ist verboten oder es gibt ganz viele verschiedene Abstufungen dazwischen. Hat man ganz viele verschiedene Abstufungen dazwischen, ist es saukompliziert. Ja? Und das ist es tatsächlich beim Waldrecht ja auch irgendwo. Denn außerhalb vom Naturschutzgebiet darfst du theoretisch draußen pennen, solange du kein Zelt oder was Zeltähnliches verwendest. Ja? Und beim Feuermachen ist eben der Knackpunkt, es gibt ja auch legale Feuerstellen. Das ist ja nicht so, dass es unbedingt notwendig wäre. Ja, die sind nicht viele, ich weiß. Und wahrscheinlich habt ihr keine bei euch, weit und breit nicht, schon klar. Ja? Aber es geht. Ja? Und dann kann man halt, weil man das Pech hat, am falschen Ort zu wohnen, eben nur, wenn man in den Urlaub fährt, irgendwo an einer legalen Feuerstelle mal sein Feuerchen machen. Das geht aber schon. Das mal abgesehen, kann man auch noch schweden. Ja? Aber... ja, es ist halt nun mal, wir sind ein extrem dicht bevölkertes Land. Ja, wenn hier jeder im Wald machen würde, was er Lust und Laune hat, dann würde es hier bald im Wald nicht mehr so schön aussehen. Und wenn man völlig ignoriert, sich in einem Naturschutzgebiet zu befinden, ja, und da dann halt eben sich so verhält, als wäre man nicht in einem Naturschutzgebiet, und sich dabei noch filmt, ja, und damit zum Nachmachen anregt,
dann wären die Behörden, ehrlich gesagt, wenn sie eindeutig zuordnen können, wo das stattgefunden hat, echt bescheuert, wenn sie da nicht reagieren würden. Und ehrlich gesagt erwarte ich auch so ein gewisses Maß an Kontrolle von genau denjenigen, deren Aufgabe es ist, auch zu kontrollieren, dass Naturschutzgebiete eingehalten werden. Ja, das ist nämlich für die Natur durchaus wichtig. Gäbe es dann nie Kontrollen, nicht mal sporadisch, nicht mal hin und wieder, dann wäre es irgendwann auch für den Eimer. Ja, dann könnte man sich die ganzen Schutzbestimmungen auch sparen. Nur allein aus Ethik und Moral, offensichtlich funktioniert das nicht, wie wir hier gerade sehen. Ja, es reicht ja nicht zu sagen, bleib doch bitte aus dem Naturschutzgebiet draußen. Das ist ein empfindlicher Lebensraum, da hast du nichts drin zu suchen und schon gar nicht nachts. So, übrigens, die Frage, warum darf man denn nicht in der Schutzhütte übernachten? Wofür ist eine Schutzhütte denn da? Für tagsüber, solange sie sich im Naturschutzgebiet befindet, wohlgemerkt, ja, draußen halt vom Naturschutzgebiet darfst du da tatsächlich drin übernachten, weil dafür ist sie wirklich da. Hier nochmal ganz, ganz wichtig. Viele Leute scheinen das nicht richtig verstanden zu haben. Du darfst in so einer Schutzhütte pennen, wenn du im Wald unterwegs bist, aber nicht, wenn sich diese Schutzhütte im Naturschutzgebiet befindet. Im Naturschutzgebiet hast du draußen zu sein, wenn die Nacht einbricht. Beziehungsweise du kannst auch nachts in vielen Fällen sogar noch durchs Naturschutzgebiet durchlaufen. In vielen Fällen, längst nicht in jedem. Manchmal ist das so geregelt, manchmal so geregelt. Das ist unterschiedlich, kommt drauf an, steht auf dem jeweiligen Schild, was vorne dran vom Naturschutzgebiet auch steht. Wenn nicht, muss man das vorher daheim im Internet recherchieren. Das geht. Man kann jedes Naturschutzgebiet googeln. Man findet zu jedem Naturschutzgebiet online die jeweilige Rechtsverordnung, die dem zugrunde liegt. Und da steht dann alles detailliert drin. Wenn man wirklich vorhat, da zu pennen und das vorher weiß, dann kann man sich das ja mal kurz durchlesen. So. Aber im Regelfall gilt tatsächlich, im Naturschutzgebiet ist das Lagern generell verboten. Das Lagern auch eben in der Hütte. Klar soweit. Ja? Und außerhalb vom Naturschutzgebiet in 97% in etwa der Waldfläche kannst du in so einer Hütte mal pennen und da kräht kein Hahn danach. So, ne, dass wir das differenziert haben. Es geht hier nicht um Schlafen in der Hütte, es geht hier um Schlafen im Naturschutzgebiet. In der Hütte. Ja? Aber Letzteres ist nicht relevant. Ersteres ist relevant. Im Naturschutzgebiet. Wenn du in Not gerätst, die du nicht selbst verschuldet hast, und die du nicht hättest abwenden können, dann darfst du selbstverständlich auch in einer Schutzhütte im Naturschutzgebiet übernachten und darfst da, wenn es aus irgendeinem Grund tatsächlich notwendig sein sollte, ich wüsste nicht, welcher das sein soll, aber dann dürftest du da sogar ein Feuerchen drin machen, na, wenn du dich wirklich richtig in Not befindest. Nur der Knackpunkt ist, wenn du dich in Not befindest, und wir nehmen mal an, du hast ein Telefon dabei, ja, dann kannst du auch irgendwo anrufen, wo man dir helfen kann, wenn du dich in Not befindest und hast nicht die Notwendigkeit, im Walde zu übernachten, insbesondere nicht, wenn gerade nicht ein furchtbares Unwetter tobt, das weder die Rettungskräfte ermöglicht, dich aus dem Wald abzuholen, noch dir ermöglicht, irgendwie anders klarzukommen, als dich in eine Schutzhütte zu retten. In so einem Fall, dafür ist eine Schutzhütte da, im Naturschutzgebiet. Ja? Dafür, im Naturschutzgebiet. Außerhalb, wie gesagt, da sagt keiner was, wenn du in der Hütte pennst, wenn du dabei alles schön ordentlich zurücklässt, wenn du dabei nicht unbedingt eine Buschbox verwendest, wäre vielleicht ganz gut. Und wenn doch, dann kostet ein bisschen was. Insbesondere, wenn du hinterher sagst, ja, ich gebe ja zu, das ist nicht so ganz okay, sehe ich ja ein. Ja? So, und hier haben wir jetzt aber noch den Spezialfall bezüglich sehe ich ja ein, dass hier überhaupt kein Einsehen vorhanden ist. Vielleicht ist es auch irgendwie zwischenmenschliche Schwierigkeiten, Kommunikationsprobleme oder was auch immer. Da müsste man jetzt einen Kommunikationsforscher fragen, der dafür zuständig ist. Aber scheinbar ist er ja zum Amt gegangen und hat beim Amt wollte mit dem zuständigen Mensch sprechen. Das ist übrigens auch gar nicht üblich, dass man sich da tatsächlich unter vier Augen trifft, um miteinander zu sprechen. Also sehr mutig muss man auch irgendwo ein Stück weit, ja, ein Stück weit natürlich, anerkennen von der Behörde, dass sie sich auch darauf eingelassen haben. Jedenfalls Angebot bei Richtigstellung, bei Zeigen von Reue. Und Reue ist angemessen, du hast im Naturschutzgebiet nichts zu suchen. Punkt. Da gibt es keinen Grund. Es gibt keine Rechtfertigung, dieses winzige bisschen Natur, das es noch gibt, das diesen Status auch irgendwo noch hat, da drin rumzufuhrwerken. Da gibt es keine Begründung für. Ja? Dass man es den Followern zeigen wollte, ist auch keine Begründung. Und dann kann man doch meiner Meinung nach auch zugeben, dass das scheiße war. Insbesondere, wenn man ein Naturfreund ist, wenn einem am Schutz der Natur irgendwo gelegen ist. Dann muss man doch akzeptieren, dass diese 3% Fläche tatsächlich tabu sind. Ich verstehe das nicht, wie man das nicht akzeptieren kann. Und wie man dann sagen kann,
Nee, das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich hier was falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, inwiefern es da eine Rolle spielt, dass der vorher offensichtlich sehr weit gelaufen sein soll, habe ich gehört. Ja, weiß ich es nicht. Ich kenne da nicht die Details. Ja, das ist aber auch egal, rechtlich gesehen. Das ist wurscht. Du bist in der Lage, und das kann man wirklich vorher so planen, wenn du vorhast, super weit durch Deutschland zu laufen, zu planen, wo du am Ende enden möchtest. Ja, und dann kannst du wo enden, wo nicht das Naturschutzgebiet ist. Wenn du kurz vor dem Naturschutzgebiet bist oder am Naturschutzgebiet Schild ankommst, wenn du auf einem Weg unterwegs warst, gibt es da meistens ein Schild. Jedenfalls, das spielt keine Rolle, wie weit du da reingelaufen bist und dann da noch reingelaufen bist und dass die erste Schutzhütte war, die kam. Es zwingt dich niemand draußen zu schlafen. Ja, wenn du am Ende bist, dann kannst du dir, und das darf von dir tatsächlich verwartet werden, rechtlich gesehen, dann kannst du dir im Zweifelsfall immer noch ein Taxi rufen. Das ist dann halt teuer, ja gut, aber das bringt dich dann zum nächsten Bahnhof, zum nächsten Hotel und dann kannst du da dann für Geld auch eben entsprechend übernachten, wenn du irgendwie in Bedrängnis geraten bist und nicht mehr weiterkommst und so weiter und so fort. Ja, bis zur nächsten Straße wirst du es ja wahrscheinlich noch schaffen, um dich dann da abholen zu lassen. Und in den meisten Naturschutzgebieten wäre es sogar noch zulässig, da auf dem Weg nachts durchzulaufen. Also sollte der nächste Weg in die Siedlung durch das Naturschutzgebiet gegangen wären und hätte man in der Hütte eine kurze Verschnaufpause gemacht, auch wenn es zum Beispiel regnet, und wäre dann weitergelaufen, um aus dem Naturschutzgebiet rauszukommen, auch das wäre noch okay gewesen. Die Idee, nicht im Naturschutzgebiet lagern zu dürfen, ist genau dafür da, damit genau das niemand tut. Warum? Weil dann gibt es Nachahmungstäter. Und dann spricht sich irgendwie rum, dass im Naturschutzgebiet gepennt zu haben, ein großes Abenteuer, ein super Event, ein super Halligalli, was auch immer ist, und dann machen das viele. Ja? Und gerade eben dieser Effekt, dass man bei öffentlich vormachen eine gewisse Öffentlichkeitswirkung unterstellen darf. Oder zumindest bei einem Bußgeld, das ja eine subjektive Angelegenheit ist, irgendwo mit einbringen darf. Das finde ich schon okay. So. Nochmal zu der Feuergeschichte. Ja, 1600, sagen wir mal, es hätte 1600 gekostet. Das ist eben so ziemlich, ne, im etwas oberen Mittelbereich. Feuer machen in der Schutzhütte an sich. Ohne Einsicht, ohne jedes bisschen Einsicht und auch mit dem Anhörungsbogen, den er vorher nicht ausgefüllt hat und da nichts zu gesagt hat, weil der Anwalt das wohl so geraten hat, was ich für eine schlechte Idee halte. Also im Umgang mit Behörden im Sinne von Naturschutz, Schutzrecht tatsächlich, empfiehlt es sich, offenen Karten zu spielen und zu sagen, warum man das so gemacht hat und warum man das nicht so gemacht hat und was waren die Beweggründe und ne? Das sind alles auch Menschen. Man kann mit denen reden und das empfiehlt sich von Anfang an. Gerade bei Ordnungswidrigkeiten, wo eben die Höhe der Ordnungswidrigkeit Verhandlungssache ist das falsche Wort, aber Ansichtssache so ein Stück weit ist. Ja. Also das war schon mal ein großer Fehler. Weiß nicht, was das für ein Anwalt ist. Aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz großer Fehler, da einfach mal nicht zu reagieren, was den Anhörungsbogen angeht. Ja, so. Und dann hinterher halt eben so keinerlei Reue zu zeigen und außerdem, und das haben die auch gesehen oder werden es zumindest noch, dann auch noch so ein Video, in dem man ebenfalls keinerlei Reue zeigt, zu drehen. Und ja, also ich verstehe auch nicht genau, warum man bitte als Held dann gefeiert wird, weil man die 10.000 Euro tatsächlich zahlt. In jedem Fall, selbst dann, sie haben ihren Zweck erfüllt, so ein Stück weit. Ja? Also für die Behörde ist die Sache ja gut gelaufen, weil er sagt ja selbst, das macht er nicht mehr. Das ist ihm zu teuer, zumindest nicht in diesem Bereich. Und damit ist er da weg und damit hat die Maßnahme ihr Ziel erreicht. Wenn man jetzt der Maßnahme nicht unterstellen möchte, dass die Behörde sich hier irgendwie bereichern wollte, zumal derjenige, der den Strafe stellt, davon nichts sieht, der kriegt sein festes Gehalt. Selbst... Das Ziel der Veranstaltung ist, dass der da nicht mehr im Naturschutzgebiet pennt. Ja? Das ist der Sinn dieser Strafe. Sie soll dich davon abhalten, das nochmal zu machen. Den Sinn hat sie erfüllt. Das klingt jetzt fies und das hätte sie wahrscheinlich auch mit 1.000 Euro getan. Und ganz ehrlich, ich hätte 1.000 Euro auch mehr als ausreichend empfunden. Absolut, auch für die diversen Vergehen. Und ja, da ist Blödsinn dabei. Ja? Und ich kann mir diesen Blödsinn für die diversen Vergehen eigentlich nur so erklären, dass da jemand vielleicht richtig angepisst gewesen ist.
in Anbetracht dessen, dass man das ja alles so schön öffentlich hat aufdröseln können und einfach die Möglichkeit, jeden kleinen Fehltritt anzuprangern, da auch gegeben war. Übrigens auch dieses Beispiel von dem Weg, den er da illegalerweise vom Weg abgegangen ist und dann doch auf den Weg gegangen ist. Da könnte man tatsächlich auch nochmal drüber streiten. Das ist offensichtlich ein Weg. Ganz klar ist das ein Weg. Das Recht, was ein Weg ist und was nicht. Im Wald gilt auch so, dass alles, was als Weg zu erkennen ist und auch wenn der nicht geplant war und unabsichtlich entstanden ist, er trotzdem als Weg zählt und als solcher auch als Weg anzuerkennen ist, was für den Walderholungssuchenden bei Wegerecht bedeutet, dass er darauf auch rumlaufen darf. Einzige Ausnahme, ich gehe mal davon aus, das wird die Behörde vielleicht gewusst haben. Wenn nicht, ist es tatsächlich ein Fehler und dann könnte man da auf jeden Fall Widerspruch einlegen, was diesen einen Punkt angeht. Mindestens diesen einen Punkt, viele andere Punkte, ich kenne ja die Details nicht, keine Ahnung. Aber wenn das nicht explizit ausgeschildert ist, dass das zwar ein Weg ist, dieser Weg jetzt aber gesperrt ist, damit dieser Weg eben irgendwann kein Weg mehr ist und sich zurückverwandelt in Natur, die eben nicht von diesem Weg durchschnitten ist, was hunderte bis tausende Jahre dauern kann, bis man diesen Weg nicht mehr sieht. Aber wenn das die Absicht ist, die hier in diesem Naturschutzgebiet vorliegt, dann muss das deutlich gekennzeichnet sein, dass es sich bei diesem Weg um keinen Weg handelt. Fehlt die Kennzeichnung, kann man da protestieren. So, ich finde 10.000 Euro definitiv sehr, sehr, sehr hart. Andererseits bei völliger nicht zur Kenntnisnahme, dass man da irgendwas falsch gemacht hat, plus nur gezwungene Aufbereitung der entsprechenden Videos, in denen man zeigt, dass man hier gerade was falsch macht und das mit einer Selbstverständlichkeit tut, als wäre es okay und damit insbesondere, und das ist eben die grundsätzliche Vorbildfunktion, die wir Social Media im größeren Umfang betreiben, ja sowieso immer haben, auch junge Leute völlig in die Irre führen kann. Ja, das guckt ein 12-Jähriger, sieht das, denkt sich, boah geil, das mache ich auch, wo ist denn das? Weil der hat keine Ahnung, wo sonst noch schön ist, sieht, wo das ist, fährt dahin, macht genau dasselbe, dann haben wir den zweiten, der das tut. Ja, dann kommt nochmal einer auf die Idee, dann haben wir den dritten, dem das tut. Und so weiter und so weiter. Ja, deshalb, ich habe es auch nicht immer gemacht und ich bin da nicht derjenige, der jetzt hier im Glashaus mit Steinen schmeißt. Das ist nicht immer perfekt. Das ist auch nicht immer einfach, ganz und gar nicht, immer dieser Verantwortungsgedöns-Geschichte gerecht zu werden. Und viele tun es auch sicherlich einfach überhaupt nicht. Aber sich beim Ordnungswidrigkeiten begehen, filmen, geht vielleicht ein Ticken zu weit. Und was wäre denn so schlimm daran gewesen? Das hätte ich zum Beispiel super gefunden. Und wenn ich die Behörde wäre und ich war mal so ein bisschen in dieser Situation wie diese Behörde. Ich habe zumindest mal Leute auch aus dem Wald gejagt als Ranger kurzfristig, als ich das mal kurz war. Wenn sie da irgendwelchen Murks bauen und sie quasi zum Hund anleinen, ermahnt, wenn sie das nicht tun und so weiter und so weiter. In Schutzgebieten wohlgemerkt auch. Und auch Leute, die in Schutzgebieten in der Hütte pennen, darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht okay ist. Wir haben sie, wenn sie nichts angezündet haben, tatsächlich auch immer schlafen lassen. Wir haben nur kurz Bescheid gesagt, dass wir wissen, dass ihr da seid und gegebenenfalls noch Personalien aufgenommen für den Fall, dass am Ende doch irgendwas nicht okay ist. Das ist auch durchaus ganz häufig der Fall. Das wird fast immer so, ist das die gängige Praxis. Und wenn sie dann nichts angezündet haben, wie gesagt, dann ist okay. Wenn sie doch was angezündet haben, dann kommt es darauf an, was sie angezündet haben und wie der Ton ist, wenn man mit denen spricht. Und dann kann man sie immer noch schlafen lassen. Also so war das damals bei uns. Ja? Aber der Ton ist hier ja ganz offensichtlich. Was soll der Scheiß? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Oder keine Ahnung, was der den Behörden gegenüber... Ja? Aber die haben ja auch 7.500 Euro Rabatt angeboten. Das sagt er ja selber im Video. Warum man das dann nicht annimmt und einfach eine Entschuldigung macht und eine Richtigstellung für die Öffentlichkeit. Man muss sich ja noch nicht mal unbedingt entschuldigen. Man muss einfach sagen, okay, das ist wohl falsch, was ich da gemacht habe. Ja, und ich sehe ein, dass es falsch ist, in Naturschutzgebiete reinzulatschen und da die Natur zu stören mit meiner Anwesenheit und so weiter. Ja. Und das Wörtchen Entschuldigung wäre wahrscheinlich noch nicht mal notwendig gewesen. Aber einfach nur das Wahrnehmen dessen, dass es nicht okay ist, im Naturschutzgebiet zu tun, was du lustig bist und was du möchtest. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Schritt, der zwischen... Ja, dann hauen wir dem mit voller Macht des Bußgeldverfahrens einen rein. Und ja, hier hast du einen kleinen Denkzettel unterscheidet. Und ich bin mir sicher, mit entsprechender Reaktion desjenigen, der ins Naturschutzgebiet gelatscht ist, wäre das auch bei einem kleinen Denkzettel von ein paar hundert Euro, wenn überhaupt, für all diese Vergehen und so weiter und so fort dabei geblieben. Und ne? So. Also das ist meine Meinung zu dem Thema. Ja, ist überzogen. 10.000 ist überzogen.
Und wenn er die jetzt unbedingt bezahlen möchte, ich hätte gesagt, okay, sehe ich eine Scheiße, sollte ich nicht machen, dann wird es weniger. Das kann auch jetzt potenziell, glaube ich, sogar noch weniger werden. Kann man immer noch, also je nachdem, wie welche Fristen da jetzt abgelaufen sind oder nicht abgelaufen sind, aber normalerweise gibt es da noch Fristen, bei denen man dann nochmal was sagen kann, sich dann nochmal zu äußern kann. Und ja, aber mit diesem Video macht man das auch nicht unbedingt besser. Gut, jedenfalls, das wäre es dann von meiner Seite tatsächlich gewesen. Ich finde es einfach schade, dass hier nicht aus dieser verfahrenen Situation und diesem potenziellen Bußgeld von 10.000 Euro eine Aufklärungskampagne für Leute dappt nicht im Naturschutzgebiet rum geworden ist. Damit wäre allen geholfen gewesen. Das wäre ganz, ganz großartig. Das wäre auch für die Behörde besser gewesen. Brauchen die 10.000 Euro? Keine Ahnung, in welchen Topf das Geld fließt. Wenn sie dafür Fledermaus-Nistkästen kaufen können, dann ist das sogar noch eine super Investition. Ja, Fledermaus-Nistkästen, großartig. Sonstige Nistkästen, auch eine schöne Sache. Ja, alle möglichen Sachen. Kleine Maßnahmen für relativ wenig Geld, die in der Natur wirklich was bewirken können, die echt eine gewisse Bereicherung darstellen. Für das ist die Kohle durchaus gut angelegt. Und wenn sie für sowas wirklich ausgegeben werden kann, wie gesagt, keine Ahnung, welchen Topf das fließt, die Kohle, aber dann, ja, das wäre auf jeden Fall schön. Aus all dem Grimm und all dem Mist wäre dann noch irgendwie was halbwegs Sinnvolles entstanden, wovon ja zumindest die Natur am Ende was hat. So, jetzt aber wirklich. Tschüss.